Hey Leute, willkommen zurück zu Arcanium. Wie machen wir jetzt weiter? Ich würde wirklich sagen, ja, da haben wir schon Beuteversteck. Hier haben wir einen Lichtschrein. Im Prinzip könnte ich dann schon alle hier mal so mitnehmen. Aber dann müssten wir halt, also wir müssen auf jeden Fall erst hier kämpfen. Und es ist ein Verteidigungs-Elite-Kampf. 4 Runden überleben, das sollte jetzt mit Leon und Angorn gar nicht mal so das Problem sein. Und ich glaube, der wird halt auch leichter sein als dieser Splitterkampf. Von daher, wir haben jetzt eine Bedrohungsanzeige von 8 von 3, also 8 von 30. Dann, ja, machen wir das. Komm, das machen wir. Da sind ja noch mehr Sachen, die man machen kann. Dafür kriegen wir ein Artefakt und eine Fähigkeit, wenn wir überleben. Elite-Brut-Leihmutter. Okay, wilder Schafzahn-Elite, schwarze Witwe-Elite. Doch, das sollten wir eigentlich hinbekommen. Also ich würde auch sagen, ich hau dann direkt mit Angorn jede Menge Karten raus, um möglichst schnell seine Ulti-Leiste voll zu bekommen. Wir haben halt auch noch den Trank und den Wuttrank. Wie machen wir das jetzt? Also auf jeden Fall, du kannst erstmal auf dich selbst aufpassen. Wir müssen ein bisschen auf Aurora aufpassen. So, deswegen würde ich sagen, machen wir das erstmal so, genau. Dann hätten wir hier noch, ich spare mir den einen Energiepunkt erstmal. Mit Überleben ist das jetzt natürlich so eine Sache. Was passiert denn, wenn ich die erledige? Aber die werde ich halt auch nicht in 4 Runden erledigen können, glaube ich. Das ist halt die Frage. Aber wir hätten jetzt hier einen Feuerball. Und zerreißen und zerfleischen. So, dann hast du jetzt hier Dornrankenhaut. Rankenpeitsche lasse ich erstmal außen vor. Ich muss doch mal gucken. Ja gut, wir verbrauchen da sowieso schon das Mana soweit. Und den Rest können wir dann auch erstmal so lassen. Für den Notfall haben wir immer noch den Trank hier. Wut wäre halt auch noch eine Option. Es ist schon ein bisschen her, aber hatten wir letztes Mal nicht 3 Tränke? Okay. So. Wie machen wir das jetzt? Also du, obwohl, das würde jetzt ja halt passen mit dem Jagdgewehr. Dann hast du halt nur noch eine Karte auf der Hand, wenn wir direkt auch versenkt spielen. Ist jetzt doch gar nicht mal so verkehrt. Was den Rest hier gerade angeht. Ja komm, wir machen das erstmal zweimal versenken. Einmal hier so ein Feuerball. Bam. Und mir ist jetzt auch schon aufgefallen, es gibt halt auch Karten, die voraussetzen, dass zum Beispiel Aurora kann Karten bekommen, wo dann der Gegner Verbrennung haben muss, damit die dann noch einen zusätzlichen Effekt haben. Aber wie das Ganze funktioniert, werden wir irgendwann noch rausfinden. Gut, du hast Sprinter wieder. Ich würde ja fast sagen, die bekommen jetzt beide Schaden. Deswegen ist das gerade so ein bisschen blöd. Dann, ach, du bist verwurzelt. Ja, okay, das ist jetzt echt ein bisschen. Aber wir haben Regeneration. Wir haben Naturblitz. Wir können dich halt nicht erledigen. Wir können dir mal hier Verjüngung geben. Dann machen wir das so. Die Frage ist halt jetzt, du machst halt schon so, du machst sowieso mehr Schaden, dann würde Aurora 11 kriegen. Ich gucke halt hier unten erst auf die Zahlen, aber wir haben ja auch noch den Schild, deswegen bekommt er weniger Schaden. Sollte ich mich mehr an die Zahlen da oben halten, wenn ich auf jeden Fall wechseln will. Okay, Sprint, 6 Schild. Wir machen das jetzt einfach so. Du bleibst da, bekommst ein bisschen Schaden. Du bekommst ein bisschen mehr, aber hast dann auch noch Regeneration. Deswegen Gift, Schild und
Ja, das können wir doch auch nehmen. So, dann bekommst du noch ein bisschen weniger Schaden. Und dann sollte das auch erstmal für die Runde passen. Eieieiei, jetzt haben die ihre Ulti-Leisten da voll. Das ist natürlich schon so ein bisschen... Du hast 25, also... Aber wir machen nicht genug Schaden, um dich jetzt quasi schon erledigen zu können. Das würde auf jeden Fall nicht reichen. Wir hätten auch nicht genug Mana, um damit zu kritten. Also ich werde jetzt auf jeden Fall... Wir haben jetzt Schild und Kurieren. Wir haben Abfang. Da kann ich jetzt nicht Abfang benutzen. Das ist gerade ein bisschen... Machen wir das erstmal so. Okay, gut. Du hast 10 Schild. Du machst mehr Schaden. Also im Prinzip könnte er dann da noch rüber. Du könntest dir noch ein Schild geben. Du kannst dir auch ein Schild geben und hast noch zusätzlich ein bisschen Regeneration. Dann würde ich das doch sagen. Wir machen das jetzt einfach so. Dann hast du die Ulti da ready. Und... Wie machen wir das denn jetzt? Oh Mann, ich muss gleich niesen. Moment. Puh, da konnte ich mich gerade noch rechtzeitig muten. So, du hast 3. Wir können auf jeden Fall hier noch ein bisschen was ausgeben. Ha. Ich könnte das natürlich auch anders machen. Dass die dann einfach wechseln. Aber dann kriegst du halt auch immer noch relativ viel Schaden. Wir könnten dann auch schon direkt die Ulti nehmen. Wenn die wechseln. Mache ich das jetzt oder mache ich das noch nicht? Ich glaube, die Ulti hebe ich mir erst nochmal auf, wenn irgendwie 2 Gegner angreifen. Also du musst dafür auf jeden Fall dann in die Mitte. Ja, bei dir hier 4 Schaden, zerstöre alle Schilde. Du hast Kurieren. Ja gut, dann machst du damit halt nochmal Schaden. Dann haben wir wieder 3 Energiepunkte frei, 3 Mana-Punkte. Du hast halt auch zu viel hier. Okay, du hast einen Feuerball und einen glühenden Strahl. Ja, dann... Ach, das geht halt so nicht. Okay, dann müsst ihr jetzt mal wechseln. Dann können wir dich ausknipsen. Dann haben die jetzt beide ihre Ultimate ready. Und... Ich müsste die jetzt eigentlich schon benutzen. Die Frage ist halt jetzt nur, wen gehe ich denn zuerst an? Also Ulti werde ich jetzt schon mal direkt benutzen. Und wird auch noch betäubt. Okay, das hatte ich bisher so noch nicht auf dem Schirm. Das ist natürlich super. So, Zug beenden. Ach, okay, genau. Ah, daran kann ich mich noch erinnern. Die stehen dann wieder auf. Also solange ich die in der Runde rausnehmen kann, ist das ja auch nicht so verkehrt. Verlangsamen wäre natürlich jetzt gar nicht mal so dumm. Wir haben jetzt 2-mal Dornrankenhaut. Wir haben die Ulti da. Ich würde fast sagen, wir... Ich kann aber nur 1 davon benutzen. Das ist ein bisschen blöd. Wir spielen einmal... Hallo? Ach nee, Moment, die kann ich gar nicht spielen. Ich kriege jedes Mal vergiftet, wenn ich eine andere Karte spiele. Verflucht. Nicht spielbar. Oh, okay. Okay, so. Frostblitz ist schön und gut. Das mit Verlangsamen ist halt gerade so ein bisschen blöd. Weil ich kann jetzt auf der Seite nicht so wirklich viel Schaden machen.
Ich möchte jetzt halt die beiden auch nicht tauschen. Ja, ich nehme das jetzt trotzdem mal. Dann hast du deine Ulti da ready. Und ich würde halt schon gerne dich dahin bewegen. Dann hast du jetzt hier deine Ulti. Dann nimmst du mal deine Ulti. Dann kriegen alle hier erstmal Regeneration so ein bisschen. Du kannst dann direkt schon... Ja, du kannst halt auch schon... Ja, komm hier, nimm direkt mal deine Ulti. Dann bekommst du keinen Schaden. Dann bekommst du etwas Schaden, aber wir können dir mal das noch geben. Und dann sollte das doch wirklich passen. Wir können dich angreifen. Und was den Rest hier angeht, im Prinzip muss ich das eigentlich auch immer dann raushauen. Ja, nehmen wir nochmal verbrennen. Überlebt. Ihr habt sie aufgehalten. Gut, da hätte ich jetzt gar nicht mehr... Wo stand? Stand da irgendwo eine Rundzahl? Okay, fortfahren. Gold. 154 Gold, das ist okay. Keine Ahnung. Kann ich noch nicht einschätzen, ob das viel oder wenig ist. Im Vergleich zu dem, was ich bisher bekommen habe, ist das viel. Großwildjagd. Ziehe eine Karte immer, wenn du einen Diener ausspielst. Haben wir nicht? Heilende Salbe. Stelle ein Gesundheit zu Beginn jedes Zuges wieder her. Ist okay. Ziehe eine Karte immer, wenn du kritischen Schaden verursachst. Puh, das könnte man vielleicht bei Aurora benutzen. In Kombination mit der anderen Crit-Karte. Aber dann haben wir eigentlich keinen Mana mehr. Ich nehme jetzt mal hier heilende Salbe. Und wir haben jetzt hier Raketensprung. Sprint und zwei Karten ziehen. Okay, Sprint weiß ich nicht. Spott ist halt... Spott ist Spott. Drei Gift in einem Bereich. Ha, das wäre natürlich auch noch was. Die Frage ist halt jetzt, Raketensprung, also reicht eigentlich, wenn Leon sich so bewegen kann. Aber das wäre halt kostenlos. Wäre vielleicht für Aurora noch eine Option. Aber ich meine, das ist der einfachste Schwierigkeitsgrad. Deswegen, ich nehme jetzt mal Sporenausbruch. Okay, du hast 4 Mana. Und mit dem Nachziehen ist halt so eine Sache. Ich glaube, ist halt jetzt die Frage, wie man das am besten verteilt. Ich könnte jetzt natürlich bei Aurora auf 5 AP gehen. Das ist dann das Maximum. Aber wir ziehen halt auch nur 3 Karten. Und ich habe ja so teilweise schon Probleme, das auszugeben. Deswegen, ich würde fast sagen, ich gebe hier Angorn nochmal 1 AP mehr. Und... Leon jetzt nicht unbedingt. Also teilweise habe ich auch Probleme, mit denen dann Karten zu spielen. Das sind zum Teil dann halt auch immer Nahkampfkarten. Das ist bei ihm dann auf jeden Fall erstmal besser. Und dann würde ich vielleicht nächstes Mal gucken, dass ich bei Aurora dann eine Karte mehr ziehe. Das wäre jetzt mal so das Erste, was mir da in den Sinn kommt. Also, dann haben wir dich hier. Du kriegst jetzt noch Spornausbruch. Und... Gut, ich habe jetzt bisher, ich hätte auch schon Karten rausnehmen können, aber bisher ist das, glaube ich, alles noch soweit okay. Die Frage ist jetzt, wer denn Heilung bekommt. Ich würde das ihm mal geben, die Salbe, und dann Lichtschrein. Bete zu deinen Geistern, um permanente Verbesserung für deine Helden zu erhalten. Das klingt schon mal ganz gut. Und dann können wir auch mal gucken, was hier unten noch so ist.
Ich würde dann halt echt hier rumgehen. Dann haben wir allerdings überhaupt keine Kämpfe mehr. Ja, gehen wir erstmal hier hin. Wähle einen Segen für den Rest dieses Durchlaufs. Standhaftigkeit. Hier gibt es echt eine Menge Sachen und unglaublich viele Kombinationsmöglichkeiten. Auch wenn das von den Artefakten... ist, ja, die können halt alle eine ganze Menge ausrüsten und die ganze Gruppe dann halt auch. Aber bisher sind die Artefakte halt auch nicht so stark. Aber das sind ja auch erst die normalen. Standhaftigkeit haben wir hier. Stelle nach jedem Gefecht 3 Gesundheit bei deinen Helden wieder her. Das klingt okay, ist jetzt nicht der Wahnsinn, aber das, da muss man halt kämpfen. Ist jetzt auch nicht unbedingt was für dann den Bosskampf am Ende. Lichtkraft. Deine Lichtkarten verursachen 25% zusätzlichen Schaden und verleihen 25% mehr Schild und Heilung. Oh, mehr Schild ist auf jeden Fall auch nett, aber es ist halt sehr eingeschränkt. Die Heilung gilt dann halt für jeden. Aber Licht hat ja primär kurieren. Entferne alle kleine Schwächungen von einem Verbündeten. Ja, das sind dann kleine Schwächungen. Ich muss mal kurz was gucken. Moment, das sind hier doch, wir haben durchaus mehr Lichtkarten. Doch, das wäre gar nicht mal so. Du hast jetzt nicht unbedingt hier so Lichtkarten, aber ganz ehrlich, von den Sachen, das klingt halt nett, weil es ist Heilung, aber nee, ich nehme hier Lichtkraft. So, dann hätten wir hier ein Event. Ach Gott, ja gut, dann gucken wir uns erst das Event an. Speisewagen. Was riecht hier so gut? Ihr trefft auf ein pummeliges Warzenschwein mit einer rüschenbesetzten Schürze, das in einem Kessel mit Eintopf über einem Lagerfeuer rührt. Es gibt sich als fahrender Koch aus und ist gern bereit, sein Essen mit den Helden von Arsu zu teilen. Wie wär's mit einem Schälchen? Stelle 12 Gesundheit bei allen Gruppenmitgliedern wieder her. Ja, nee, ich meine... das ist ja vollkommen... das macht ja nichts sonst. Ich kann das ja auswählen, aber... macht halt keinen Unterschied. Hier kriegen wir... ah, das ist natürlich auch... oder ich gehe jetzt halt andersrum. Das ist echt nicht so einfach. Oh Mann. Ja, also... ich glaube, ich gehe echt andersrum. Wir haben jetzt auch 700 Gold. Den Kampf lasse ich jetzt erstmal außen vor. Ich könnte natürlich auch hier und dann hier zum Splitterkampf. Ah, dann kriege ich wieder so auf die Nase. Das wäre natürlich schon netter. Plus eine AP für den Durchlauf bei 5 Essenzen. Ja. Wir haben auch erst 10 Bedrohungen. Also wenn wir das hier ablaufen, dann haben wir nochmal 10 und dann haben wir immer noch genug Zeit. Ich könnte das natürlich auch anders machen. Ich gehe dann hier außen rum, je nachdem, was da dann kommt, und mache dann den Kampf oder den Kampf. Also ja gut, dann machen wir das erst so. Beuteversteck. Was haben wir denn hier? Schriftrolle der Belastbarkeit. Erhalte 3 Belastbarkeit. Was ist denn der Unterschied zwischen Schriftrollen und Tränken? Schriftrollen kann ich wahrscheinlich nur einmal benutzen. Fragezeichen, Artefakt. Giftsplitter. Wirke ein Gift immer, wenn du einen Gegner triffst. Stab des Giftmagers. Wirke 2 Gift immer, wenn du eine Natur- oder leere Karte auf einen Gegner spielst. Das wäre natürlich für ihn hier was, wobei er greift halt auch nicht so oft an. Übungsbogen. Ziehe immer dann eine Karte, wenn du zum ersten Mal in einem Zug eine Fernkampfkarte ausspielst. Das wäre natürlich gar nicht mal so blöd. Giftsplitter wäre halt mehr Schaden. Ich will mal kurz was gucken. Ja, du hast halt primär Natur. Das muss halt auf den Gegner gespielt werden. Und Angorn ist halt primär mit seinem... ja, gut. Gift, Regeneration...
Naturblitz macht halt direkt Schaden. Zählt denn auch Gift als Schaden, wenn ich Gift auf einen Gegner oder wenn ich einen Gegner vergifte? Zählt das dann als Treffen? Oder zählt das Treffen dann, wenn das Gift den Schaden macht? Und wie ist das eigentlich bei dir hier? Du hast halt auch eine Menge. Also gar nicht unbedingt so viele Fernkampfkarten. Ah, das könnte natürlich die Giftstapel schon ganz schön erhöhen. Oder ich nehme halt den Übungsbogen für Angorn und habe dann eher nochmal die Chance, noch eine Heilkarte zu ziehen. Er hat ja jetzt auch mehr Mana. Deswegen, ich glaube, ich nehme wirklich den Übungsbogen auch für ihn. Nochmal 50 Gold. So, dann können wir dir hier noch den Übungsbogen geben. Dann haben wir jetzt Gegenstand die Schriftrolle. Moment, hier steht ja auch mal 0. Das heißt, ich verbrauche die auch. Genau, die hatte ich ja nicht benutzt. Also verbrauche ich alles, auch die Schriftrollen oder wie? Ich glaub's. Ich glaub's jetzt mal. Verteidigung, Elitekampf. Ich möchte jetzt erstmal hier den ganzen Krempel einsammeln. So, Hauptstadt besuchen. Was haben wir denn hier? Willkommen in der Schenke. Wir können euch auf eurer Reise helfen. Lass unseren örtlichen Heiler deine Wunden versorgen oder meditiere in unserer Isolationskammer über deine Fähigkeiten, um deine Fertigkeiten zu verbessern. Das hört sich doch schon mal gut an. 20 Gesundheit für 200 Gold, das haben wir vor ein paar Videos, glaube ich, auch schon gesehen. Das ist halt echt eine Menge Gold für so 20 Gesundheit. Das ist vielleicht ein Drittel. Karte verbessern kostet auch 200 Gold, aber das ist jetzt gar nicht mal so verkehrt. Also es wäre eigentlich noch netter, wenn die so ein bisschen geordnet wären, wenn man die nach Helden so filtern könnte. Gut, und ich würde fast sagen, du hast hier Sprint. Das wären dann 9. Ja, wir kriegen jetzt sowieso mehr Schild. 3 Regeneration, 4 Regeneration, das ist jetzt nicht so toll. 6 Schild und 5 Gegenwehr. Ja gut, Schild, das ist jetzt nicht unbedingt so dein Ding. 8 Schild und 6 Regeneration, das würde sich, glaube ich, schon eher anbieten. Das wären dann sogar 5 Gift in einem Bereich. Okay. Oder ich versuche hier weiter die Nummer mit dem Direktschaden und werte dann Feuerball auf. Aber ich muss halt schon sagen, die Sache hier mit Sporenausbruch, das ist schon ordentlich. Damit kann ich zwar nicht direkt einen Gegner erledigen, aber 5 Gift in einem Bereich klingt gar nicht mal so verkehrt. Und Leon hat halt auch genug Schild und Verteidigung generell. Sprint, ja, das passt auch alles. 16 Schaden und 3 Verbrennung. Das wäre natürlich noch mehr Schaden. Das wird sich dann noch eher lohnen. Aber verhältnismäßig wäre, glaube ich, das andere schon besser. Flammensäule ist jetzt eher nicht so toll. Feuerball weiß ich nicht. Also mich lacht ja am meisten hier dieser Sporenausbruch an. Ich glaube, ich nehme wirklich mal den. Nächstes Kartenupgrade kostet 400 Gold. Die Frage ist jetzt, ob ich das noch irgendwie großartig für andere Sachen brauche. Das ist halt jetzt die Frage. Ich lasse das erstmal. So, was haben wir hier? Karten. Erhalte 3 Karten für Aurora, erhalte 3 Karten für Leon oder erhalte 3 Karten für Angorn. Also ich kann ja kurz mal schauen. Du hast 11, du hast 12, du hast 12.
Ich bin ja schon geneigt, hier Aurora mehr Karten zu geben. In der Hoffnung, wir bekommen mehr Damage-Sachen. Leon hat schon genug Verteidigung. Und ja, die zwei in Kombination sind halt echt schon nicht verkehrt. Und wir haben im Prinzip nur richtig zum Schaden machen hier Aurora. Deswegen nehmen wir jetzt mal Aurora. Flammenschwanz. Wirke zwei Verbrennungen in einem Bereich pro Verbrennung auf dir. Das ist interessant. Größerer Feuerball. 14 Damage. Kraft wirkt auf diese Karte zweimal. Bitte was? Erhöht den verursachten Schaden um 50%. Irgendwie, Moment. Kraft wirkt auf diese... Kraft ist ein Buff, oder? Ich glaube. Pyromanie. Verzehre alle Verbrennungen auf dir, hält zwei Schild pro verzehrter Verbrennung. Das könnte durchaus auch mal ganz nützlich sein. Ja, dann würde ich doch sagen, ich hatte ja erst damit so ein bisschen gedacht, hier, ich schmeiß dann Versengen raus, aber Verbrennen ist es gar nicht mal so verkehrt. Jetzt hast du 14 Karten und wir bleiben erstmal dabei. So, Alchemist haben wir hier. Pulsgranate. Ich kann nicht nochmal einen astralen Vertrauten kaufen, obwohl ich den quasi wieder los bin. Interessant, Trank der Träume. Trank der Flinkheit. Nee, das möchte ich jetzt auch nicht neu auswürfeln für 100 Gold. Ich habe momentan eh alle Slots voll und das passt soweit, würde ich sagen. Orakel. Okay. Fähigkeit verwandeln. Artefakt in ein neues Artefakt verwandeln. Eine Karte verbessern. Verbessere zwei zufällige Karten. Ich glaube... Okay. Also da waren ja ein paar Karten bei, deren Upgrades nicht so toll waren. Deswegen... Ich glaube, ich verbessere lieber selbst eine Karte. Das ist mir ein bisschen zu riskant. Ich habe jetzt hier auch insgesamt schon eine ganze Menge Karten. Die Frage ist jetzt nur... Was wir wirklich nehmen noch. Das wären halt 20 Schaden. Kraft wirkt auf diese Karte zweimal. Ja, das bleibt dann gleich. Wobei dieser Flammenschwanz ist auch irgendwie nicht so sinnvoll. Wirke drei Verbrennungen in einem Bereich pro Verbrennung auf dir. So viel Verbrennung auf mir habe ich halt noch nicht. Aber hier größerer Feuerball, das ist schon ordentlich. Ganz ehrlich, dann würde ich fast sagen, ja, wo haben wir sie denn? Flammenschwanz nehmen wir raus. Also ich finde, das passt da jetzt nicht so rein. Dann gucken wir nochmal hier in das Beuteversteck. Voodoo-Trank, 4 Bann. Aha, okay. Jetzt haben wir hier Holztagon. Erhalte 4 Schild zu Beginn jedes Zuges. Ja, das wäre was für Leon, glaube ich. Geschmückter Köcher, dann nochmal die Kosten reduzieren. Die ersten Fernkampfkarte. Giftiger Weihrauch. Wirke 2 Gift gegen alle Gegner, immer wenn du einen Kombo-Effekt auslöst. Nee, dann nehme ich Holztagon und 40 Gold. Und du hier bekommst dann bitte das Schild. Und wir haben jetzt hier noch die Bannkarte. Verursacht einen leeren Schaden pro Stapel. Also, ja, nee. Das brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Da haben wir ein Lager. Da können wir wieder eine Karte verbessern oder zufällige Karten. Ach, ganz ehrlich, ich nehme jetzt... Ja, ich suche mir lieber die selbst aus. Ich bin jetzt nicht so in Gambling-Laune. Frostblitz. Ui. Ja. Die könnte man natürlich auch aufwerten. Die werde ich, glaube ich, mit Leon dann sowieso immer spielen. Ist halt keine Lichtkarte, aber was soll's.
Und dann würde ich sagen, wir kommen so langsam vorwärts. Wir sind jetzt schon bei 15 Bedrohungen, haben also die Hälfte. Ich möchte aber vielleicht auf jeden Fall nochmal hier unten so einen Splitterkampf angehen, bevor wir bei 30 sind. Ja, und dann machen wir nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet soweit wieder ein bisschen Spaß. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.